und herzlich willkommen in Duisburg, hier im wunderschönen Landschaftspark. Es wird dieses Mal Team Ninja Warrior stattfinden und diesmal keine Promi-Edition, diesmal heißt es reguläre Show. Das heißt, gegen die ganzen Cracks, die Kletterer, die sich an einem Finger hochziehen und so weiter. Mein Team ist diesmal Caroline Hingst. Das ist eine ehemalige Stabhochspringerin. Und Björn Otto, auch ein ehemaliger Stabhochspringer. Und ich kann nur sagen, ideale Voraussetzungen. Deswegen freue ich mich, dass die beiden in meinem Team sind. Komm, wir gehen noch mal ganz kurz hier rein. Hier mussten wir gerade ein paar Minuten, ich würde mal behaupten, 40 Minuten lang Aufsager produzieren. Das, was dann immer ganz kurz davor eingeblendet wird. Ganz klassisches kleines Set. Hier brauchen wir gerade alle zu dritt als Team und ich glaube aber sowieso, alle Teams werden hier vorgestellt. Ist doch so, ne? Alle Teams werden hier vorgestellt. Nein? Ja, dann wurden wir als Team hier vorgestellt. Und jetzt geht's in die Action-Videos. Heißt, einmal umziehen und dann ist es hier. Ja, ich würde mal sagen, die Situation kennen wir irgendwoher. Ich habe beim Dreh, bin ich wieder mal mit dem Fuß umgeknickt. Ich bin auf diesen Wackelfilz hier draufgesprungen und dabei umgeknickt. Ich würde behaupten wollen, es ist jetzt nicht so schlimm wie bei Catch. Ja, es tut zwar ein bisschen weh, aber ein bisschen Zähne zusammenbeißen. Und dann danke. So. Kleines Update zwischendurch. Jetzt haben wir gerade die erste Einweisung bekommen. Jetzt dürfen wir gleich den Parcours einmal betrachten. Wir dürfen sogar auch einmal rangehen. Was der Unterschied ist zu dem einzelnen Ninja Warrior, da darfst du ja nicht ran. Aber jetzt, ich glaube, im Team, weil es halt doch auf Schnelligkeit geht, darf jeder mal ganz kurz ran. Fuß, würde ich jetzt mal so sagen, funktioniert. Ja, also es dauert noch ein bisschen, klar. Wenn man einmal so umgeknickt ist wie eben gerade, dann geht der Körper automatisch in eine Art kleine Schonhaltung. Aber der Arzt hat gerade drauf geschaut, knöchernd ist nichts kaputt. Mein Fuß ist halt durch die letzte Aktion natürlich ein bisschen instabil. Aber ich glaube, ich habe nochmal Glück im Unglück gehabt. Und jetzt heißt es, Zähne zusammenbeißen und dann richtig rocken. So, jetzt dürfen wir testen. Jetzt hatten wir gerade die Sicherheitseinweisung und auch so ein paar kleine Tipps bekommen. Und jetzt geht's ab in die Geräte. Jetzt wird getestet. Auf jeden Fall nicht die ersten drei Stationen, weil die mache ich nicht. Ich würde dann hier springen, 1, 2, 3, da ran springen und die Wall hochlaufen. Ah, okay. Das sind alles eigentlich Sachen, die ich schon mal gemacht habe. Und von daher mache ich mich jetzt warm. Mach das. Viel Spaß. Okay. When it's more than just friendly, in the back of my belly. Ich würde mal sagen, es war wie damals im Training. Ich habe mich erfolgreich gedrückt. Nein, Spaß. Wir sind alle Obstacles einmal durch. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt wegen dem Wasser, aber ehrlich, mit dem Adrenalin nachher, das wird eine richtig geile Nummer werden. Die anderen, die haben jetzt, glaube ich, gefühlt zum 100. Mal sind die durch. Ich hoffe, dass denen nachher die Kraft fehlt. Du hast dich ja sehr geschont, deine Kraft. Ja. Es ist wirklich so. Ich glaube, je älter man wird, deswegen muss man auch seine Kraft ein bisschen einteilen. Und ja, jetzt Pause. Ist erstmal Freizeit. Regeneration. Das ist das Schlimmste. Ist so eng? Das Abmachen. Nee, die Haare, die reißen ja alle raus. Ah, geil. Ist ja schon fertig. Ich meine, ich habe mich extra geschont ja, im Parcours, aber jetzt. Jetzt. Die Nervosität steigt jetzt ein bisschen, denn es geht los. Alle Teams oder unsere Teams wurden alle schon jetzt rübergebracht und dann
Oh, das wird schwer. Was glaubst du? Naja, der erste Run, würde ich mal sagen, der ist gleich gegen die Favoriten. Wird eine harte Nummer, aber ich sag mal, hinten raus wird entschieden. Es geht jetzt nicht um die ersten Matches und wir wollen ja gar nicht als Erster in die nächste Runde. Zweiter ist auch okay. Zwei Outfits hast du dabei, ne? Zweimal kannst du bis nass werden. Danach musst du nackt ran. Das war wieder sehr umsichtig von mir. Aber ihr werdet sehen, ich werde nicht eins brauchen. Also nur eins. Sorry, ich gehe ja nicht nackig da rein. Also eins verspreche ich euch. Ich werde nicht ins Wasser fallen. Okay, toll, toll, toll. And you are live? Das war heute auf jeden Fall der Tag gewesen. Nein, Wasser, komm nochmal. Das war der Tag. So, am Ende des Tages heißt, die anderen waren doch leider besser. Aber nicht fitnessmäßig, sondern die waren einfach, die haben den Parcours anders gelesen. Ja, und da kann man sich super Sachen bei abschauen. Ja, von den Besten lernen heißt immer siegen lernen, hat mein Trainer gesagt. Also bin ich jetzt nicht enttäuscht unbedingt, dass wir nicht weitergekommen sind. Klar, ein bisschen traurig, aber nicht enttäuscht, denn wir haben gute Leistung gezeigt. Aber so ist es nun mal. Das heißt, wieder ein Jahr warten, dann gibt es eine neue Version von Team Ninja Warrior. Aber, coole Sache, in 6 Wochen ist wieder Einzelteam. Einzelteam. Also, aber, coole Sache, in 6 Wochen heißt es, wer ist denn? Was machst du denn? Ich produziere jetzt Videos. Also er produziert die. Ich bin, was ist der Inhalt? Hi, ich bin der Jan. Hi, ich bin der Jakob. Jakob. Nee, wir dachten mir immer mal, wenn man jetzt so irgendwas macht, egal ob es Ninja Warrior oder andere, so ein paar Hintergründe. Behind the scenes. Behind the scenes. Einfach so ein paar coole Sachen. Hast du anscheinend dir noch nicht angeschaut, bitte bei YouTube bei Philipp Boy eingeben und dann siehst du einen Vlog. Ja? So, alter Heini. Wir müssen uns mal in Berlin wiedersehen. Geile, die, ich wusste, dass dir diese Jacke gefällt. Ich hab sie eben tatsächlich gesehen, ich bin ein bisschen. Ich finde das alles, ne? Ich bin nein, nein, alles. Du weißt ja, wie es ist, ich bin ja auch schwach. Ich hab den Einschub bestellt, da hab ich gesehen, bei der anderen Leute gab es den günstiger. Nein. Du hast den auch. Die haben mich gekauft. Auch verarscht. Die haben mich verarscht, weil. Ja, limitiert haben sie gesagt. Ja, 300.000. Ja, das ist so was. Das ist ewig. Überall. Das ist überall immer noch. Wo er dann die, von hinten. Du hast gesagt, die Team Einzeln. Team Einzeln, genau. Aber in 6 Wochen heißt es wieder Ninja Warrior. Ja, da heißt es alleine durch den Parcours marschieren. 6 Wochen voll mit Training, 6 Wochen harte Arbeit und dann werde ich gestählt in diesen Parcours gehen. Nein, ohne Spaß. Ich freue mich wahnsinnig darauf, wieder dieses Jahr dabei sein zu können. Also heißt es für euch, in den nächsten 6 Wochen schreibt viele Kommentare, stellt mir Fragen und ich werde mir dann immer welche herauspicken, die ich gerne dann beantworte. Egal, was es jetzt mit dem Training zu tun hat oder sonst irgendwas. Und das will ich jetzt immer wieder in den ganzen Videos einstreuen. Deswegen schreibt runter, fragt mich was. Ich freue mich drauf. Tschüss! So, nächster Tag. Ich würde mal sagen, auch kleiner Location-Wechsel. Wie ihr seht, wieder zurück in der Heimat, im guten alten Berlin. Und jetzt möchte ich noch gerne auf die Kommentare eingehen. Fragt mich ruhig, ich freue mich darüber und lese auch alles. Cookie K. Ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ist erstmal süß. Cookie, das ist immer gut. Hi Philipp, also erstmal gute Besserung für dich bzw. deinen Fuß. Dann will ich sagen, dass ich dich vom Ton kenne und dich echt sympathisch finde. Deshalb schaue ich auch jede Sendung, in der du mit dabei bist. Lieben Dank für die Frage. Meinem Fuß ging es bis zu diesem Video wieder relativ gut, aber ich dachte, ich muss mal wieder noch ein bisschen Spannung und Action mit reinbringen. Also, Fuß. Das ist wie so eine Sinuskurve. Ist das eine Sinuskurve? Ja, ich glaube. Scheiße, jetzt hör mal. Nehm mal raus. Also, jetzt mal ehrlich. Wie blöd muss ich eigentlich sein, dass ich für die kurze Matz, die davor eingespielt wird, so ein großes Risiko eingehe, wieder umzuknicken? Ja, na klar, muss ich mit einer halben Drehung auf den Balanceball draufspringen, um einen Salto rückwärts zu machen. Wofür? Wofür? Weil es geil aussieht und weil es kann. Cookie, ich hoffe, ich konnte damit deine Frage beantworten. Der nächste Aufhänger, was uns beide natürlich motiviert und wo ich natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Jakob, ja, da ist er, zurückgeben möchte. Marie MMM, wofür auch immer MMN steht. MMM. Make more money. Oder was weiß ich. Hat geschrieben, mega cooles Video mit ein paar Herzen dahinter. Fand ich auch wirklich
gut gelungen. Na, aber das ist ein gutes Zusammenspiel. Mir macht es auch Spaß. Es kommt auch immer mit dem drauf an, mit dem man das zusammen macht. Lieber Jakob, das machst du gut. Und nein, es ist einfach geil und es werden weitere Folgen. Es wird immer cooler, denn wir kommen mit den Produktionsgesellschaften auch immer besser klar. Sie erlauben uns mehr Spaß. So, und dann kommen wir zum dritten Punkt und zwar von Nicole Musinski. Sie hat geschrieben, geiles Video, Punkt, heil schnell wieder, Punkt. Und ich will den coolen T-Shirt nicht. Was? Wir wollten noch einen Kommentar nehmen. Ich möchte das T-Shirt. Okay, liebe Nicole. Finde ich sehr, sehr aufopferungsvoll von dir. Wir hoffen, dass du es nicht bekommen hast. Also ich hätte das T-Shirt gerne für meine Mama und meinen kleinen Bruder. Die sind beide Fans von dir und ich und mein Bruder Ton auch. Und wir haben dich schon beim Turnier der Meister gesehen. Werd schnell wieder gesund. Also Gymnastikmaus. Ja, nee, du hast das T-Shirt leider nicht bekommen. Wir hatten das T-Shirt bekommen. Liebe Gymnastikmaus, ganz, ganz lieben Dank für deine Genesungswünsche. Und ich finde es voll cool, dass anscheinend die ganze Familie Ton. Ton ist sowieso eine der schönsten Sportarten, deswegen weiter dranbleiben. Und da natürlich auch toi, toi, toi und verletzungsfrei. Aber ich habe leider nur ein T-Shirt gehabt, deswegen, ich wollte nicht, dass da ein Familienstreit entfacht, ja, Mama oder Bruder. Ey, das krieg ich nicht hin. Wie soll das gehen? Na? Ja. Ich hoffe, war das jetzt okay? Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Was a big pleasure. Nice to meet you. To e-meet you. Gracias und bis bald. Euer Philipp. Euer Philipp. Sehr schön. It's a wrap. Es ist schon kalt jetzt, ne? Schmeckt trotzdem. Ja, schmeckt trotzdem. Ich hasse ja kalten Kaffee. Würde ich jetzt... Soll ich nochmal in die Mikrowelle? Ich habe so lange gebraucht, jetzt ist Jakobs Kaffee kalt.